Und herzlichst willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Elder Scrolls V Skyrim. Ah, ist das schön. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es wird euch gefallen. In der letzten Folge haben wir ein paar Random Quests gemacht und sind jetzt dabei, Rions Trommel wiederzufinden. Die finden wir hier in Haldirs Grab. Dort haben wir in der letzten Folge aufgehört und... Hallo Serana. Und da geht es auch gleich weiter. Gut, goodie. Goodie, 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 gut. Was haben wir denn hier? Erstmal ein paar Pilze. Pilze sind immer... Ach du schöne Scheiße, was ist... Alter. Das... Alter, hier ist die ganze Ruine. Irgendwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Das glaube ich auch. Wiedkrot. Der hat einen Namen, also muss er besonders gewesen sein. Rayen, genau wie ihr. Genau wie sie. Agrius. Aber so voll random Sachen haben sie bei sich. Hier ist auch ein Lager und eine Feuerstelle. Das, aber was ist das hier? Beam me up, Scotty! Okay, doch nicht. Ich nehme mal den Schlüssel. Und wir lesen mal Agrius Tagebuch. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unsere Spuren verwischen. Wiedkrot, Rayen und ich haben für die Nacht Zuflucht in einer Höhle gesucht. Hier scheint es eine alte Ruine zu geben. Wenigstens sind hier keine Draugr. Wiedkrot und Rayen wollten sich beide für eine Weile hier niederlassen und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viel bessere Orte, aber sie scheinen wild entschlossen, hier zu bleiben. Wollten wir nicht einmal helfen? Wollten mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging? Irgendetwas stimmt hier nicht. Rayen hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist und starrt immer nur leer vor sich hin. Wiedkrot ist auch nicht viel besser dran. Sind sie krank? Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Ich würde ja von ihnen weggehen, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das nur für ein Ort? Wir sind nicht allein. Ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht. Alt, mächtig. Haldir, so heißt er. Er will etwas von uns. Braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht wegzulaufen, kann aber nicht. Genau wie sie. Rayen ist zuerst gesprungen. Auf das Grab. Das ist es, was der Meister will. Blut. Opfer. Die Macht wieder zu leben. Seine Magie. Ich spüre, wie sie in meinem Blut pulsiert. Er schwächt uns. Bald werden wir ihm dienen. Unsere Körper, unsere Seelen. Genau wie die anderen. Sie warten. Nun bin ich an der Reihe. Ich weiß ja nicht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass sowas echt doof ist. Aber gut, die können ja nichts dafür. Die werden ja von ihm besessen. Warum ist hier Wasser? Ist aber nichts im Wasser drin. Gut, okay. Dann gucken wir mal. Okay. Oh! Also ein Geist abstechen, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, wie du dir das vorstellst. Anscheinend aber schon. Hat er denn was Schönes für mich? Nee. Gut, das ist ein... Alter! Junge, Vater, ey. Erschreckt mich doch nicht so. Ja.
durch den Kopf, Alter. Okay, es gibt zwei Wege. Der sieht, ich wollte gerade sagen, vernünftig aus, aber... Aha. Ja, da, das habe ich nämlich versucht zu vermeiden, aber Serana wollte natürlich nicht. Die mag sowas. Da habe ich echt langsam das Gefühl, die steht auf... Ja. Genau das. Ich brauche mich nicht vor den Toten zu verbergen, Kollege. Ui, ein Drache. Kannst gleich wieder liegen bleiben, Kollege. Raff dich nicht auf. Alles gut. Du bist alt und tot. Ui. Ein ruheloser Drache. Und... Halt dir? Nein, ein ruheloser Drache. Warum ausgerechnet darf... gestorben ist, ist eine... Sorry, ich hab deinen Butler-Diener da aus Versehen ein bisschen niedergemacht. Egal. Goodie. Ja. Okay. Eine Tür, da ist der Schalter. Ich bin nur hier, um eine Trommel zu finden. Nichts weiter. Okay, warte mal. Also. Alter. Hier sterbt ein Dummkopf. Wieso bin ich jetzt so langsam? Wieso bin ich so langsam? Okay. Gut, ja, keine Ahnung. Ich habe doch hier gerade irgendwo da. Okay, die Säulen kann ich drehen. Das ist ein Vulkanglas. Alter, Vulkanglas-Streitkolben. Image-Schild, Zaubertrank. Nein, verdammt, okay. Gut, probieren wir es nochmal. So. Okay. Der mir ein bisschen verjagt. Hier ist wieder einer. Okay, es sind nur zwei. Der da. Und der da. Na gut, es ist hier einfach. Den hier da. Und den hier so. Ach, warte mal. Okay, gut, es sind drei, aber trotzdem macht das nicht... Macht keinen Unterschied. Speichern. Und weiter geht's. In die Eingeweide der Erde. Platsch. Ist aber nichts drin. Na, es lebt hier niemand unter den Toten. Es ist ein großer Unterschied. Ihr seid tot. Also, ihr solltet tot sein. Entscheidet euch aber dafür, es nicht zu tun. Und ich sollte theoretisch auch tot sein. Entscheide mich aber auch nicht tot zu sein. Nur auf einem anderen Level. Das war ein Fehler. Ich habe gerade die Falle gemerkt. Fuckt ihr mich ab, Alter. Stopp, sagt. Hallo, Serana. Hallo, Draugr. Draugr, ey. Ich weiß, du bist tot und hast wahrscheinlich kein Hirn mehr, aber ein bisschen nachdenken kann auch nicht so viel verlangt sein. Das sieht schon etwas besser aus. Das ist halt ihr. Ja. Ich will... Junge. Boah. Was macht der da oben? Der hat sich geheilt. Die Sau. Okay, irgendwas schießt mit Feuerbällen. Wie bescheuert, Alter. Oh, das sind mehrere. Okay. Alles klar. Okay,
Warte mal. Erstmal. So, wer von euch beiden schießt du bitte mit Feuerwehr? Das kann ich gar nicht abhaben. Ich will da nicht drauf treten. Ich hab Angst, dass das Ding runter geht und dann bin ich. Da ist noch einer. Ja klar, der Feuermann, der mit Feuer schießt. Das macht. Alter, nicht so nah dran, Digga, du brennst doch, Junge. Guti. Der Feuermann gibt mir die Frostaxt. Ich will doch nur deine, nicht mal deine Trommel. Ich will doch nur die Trommel haben, die hier ist. Aber gut. Okay. Haldirs Stab besänftigt weniger mächtige Gegner 60 Sekunden lang und fängt bei deren Tod ihrer Seele. Achso, okay, alles klar. Ja, okay. Habe ich den jetzt zweimal? Haldirs Stab. Ich habe den einfach zweimal. Ich weiß jetzt nicht, ob das so hätte sein sollen, wollen müssen, aber mir egal. Gut. Reons Trommel. Also eine stinknormale Trommel, hätte ich ihm jede Trommel bringen können. Egal. So. Gut, jetzt kann die auch nach unten fallen. Ja, guck, sag ich ja. Ist Öffbar? Nein, es ist, kann man aufmachen. Klar, ich hätte zwar drauf klicken müssen, dass ich runterfalle, aber trotzdem. Ach. Guck mal, jetzt ist auch das Ding hier kaputt. Das heißt, die sind von da oben hier runtergestürzt worden, fallen sein. Und sind dann dadurch gestorben. Das macht schon irgendwo Sinn. Koi, dann gehen wir einmal zur Bardenakademie. Dann gehen wir zur Dämmerwacht. Die Kommentare habe ich noch nicht gelesen. Verzeihung. Das mache ich nach der Folge oder nach einer anderen. Fühlt ihr euch krank? Ja, ich habe Reons Trommel. Endlich! 20 Jahre habe ich nach dieser Trommel gesucht. Ja, alles klar. In der Schatzkammer der Akademie sieht es derzeit etwas mager aus. Aber ich kann euch ein paar Knöpfe zeigen, die ich während meiner Zeit in der Armee gelernt habe. Das ist ich doch mich immer mal wieder besser. Meinen Papieren zu wenden. Das freut mir immer weiter. Gut. Und zwar bin ich jetzt ein ganz Schlauer und gehe auf Schmiedekunst. Ach, ich kann schon Zwerge schmieden. Ach so. Na gut. Okay. Du kannst magische Waffen oder Rüstungen verbessern. Das klingt doch gut. Das klingt doch sehr gut. Oh, Lady Atelier. Gut. Darunter leidet die ganze Klasse. Ja, Direktor. Probleme? Diese Vollidiotin. Ich sollte ihr den Hals umdrehen. Wessen Hals meint ihr? Vielleicht kann ich ihr helfen. Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Ich habe gerade Espressobrief gelesen. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Holt mir meine Flöte zurück. Kein Wunder, dass sie verkauft hat, du alte Zippe. Warum sollte ein Totenbeschwörer hinter eurer Flöte her sein? Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Aha. Es ist nur eine Flöte. Eine sehr alte und wertvolle Flöte. Aber trotzdem nur eine Flöte. Wenn du einmal Flöte sagst, dann flöte ich dir ein, Alter. Gott. Das ist eine alte Flöte. Eine gute Flöte. Eine traurige Flöte. Eine flötige Flöte. Höhle am Hopswasserfall. Wo kommen wir denn noch ein bisschen? Ich glaube, hier. Windhelm, kaiserliches Militärlager und dann einmal rechts runter und dann sind wir da. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiter ärgert. Sehr interessant. Ich nehme mal den harten Weg, ne? Na, du willst gleich aufs Maul.
dachte, du willst aufs Maul. Ich dachte, du so aufs Maul willst, dann willst du aufs Maul, Kätzchen. Danke dir. Ein Horker. Ein Horker. Ja, ja, ja. Also entweder Serana kümmert sich um den oder... Keine Ahnung. Aber es ist nicht mein Problem. So, alles klar. Da unten ist die Höhle. Bär! Tschüss! Alter! Da hat hier so ein Totenbeschwerer drin. Kenne ich die Höhle schon? Alter Junge, was ist denn hier los? Okay, die Höhle kenne ich noch nicht, nee. Alter, was ist denn hier drinnen los? Kann ich nichts erspähen. Ein Skelett. Wie süß. Das weiß ich noch nicht mal, dass ich da war. Hast du was für mich? Knochen. Nehme ich immer gerne. Keine Ahnung, was ich gebrauchen kann, aber ich nehme es gerne. Hey, ein Totenbeschwörer. Hast du die Flöte, Kollege? Ich guck mal, ne? Nö. Du hast keine Flöte. Opfere einen verbündeten, beschworenen oder wiederbelebten Diener, um für 60 Sekunden zwei entzweite Schatten zu beschwören. Alter Junge. Das war heftig. Der Berg von Markov, das Buch der Daedra. Nö. Nix. Gut, dann gehen wir weiter. Ein Skelett. Hallo. Und ein Totenbeschwörer. Aufstrebender Totenbeschwörer. Wonach strebst du denn? Ja. Wonach strebst du denn? Nach dem Tod? Dem süßen, süßen Tod? Und seinem... Ich hab das Wort vergessen. Erlösenden Kuss? Keine Ahnung, Alter. Aha. Noch ein Totenbeschwörer. Ich renn mal rein, ne? Ein Totenbeschwörer Lehrling wieder. Doch. Bei den Göttern doch. Totenbeschwörer Novize. Naja. Er ist tot. Ach, ja. Ein Totenbeschwörer beschwert die Toten. Hey, ein großes Geweih. Geil. Perfekt, das kann ich gleich in die Wand hängen. Hat sich der Trip ja doch gelohnt. Der Trip, Alter. T-R-I-P. Trip. Ich geh mal hier lang. Meister. Mhm. Ich geh doch nicht hier lang. Ich geh erstmal hier lang. Hier drin. Oh, Alter. Junge, warte. Du kriegst erstmal Fett aufs Müll, Alter. Richtig weg, ihr Säbel. Olle. So, dann musst du erstmal gehen. Dann bist du eingeäschert. Alter, Junge. In einem Satz abgestochen. Boah. Die ist heftig. Also sieht heftig aus. So. Gut. Was haben wir denn Schickes? Eine Ziege. Gut. Okay. Was haben wir hier? Aha. Okay, das könnte wieder, könnte nützlich sein. Trunk Misha Beutel. Uralte Zauberbuch. Alter. Jo, vor allem wie viele? Ich nehme mal alle mit. Ich habe gedacht, es gibt eine bestimmte Anzahl von denen, aber... Halleluja, es gibt anscheinend noch 30 Milliarden mehr. Die Frage ist jetzt nur, wo lange es geht. Unten oder oben? Ich gehe jetzt mal hier gucken. Weil hier kann ja... Hier kann ja sonst was sein. Hier kann ja auch nur ein Secret sein. Oder... Alter, was ist denn mit dir los, Quasimodo? Alter.
in die Brust. So. Naja, das war's. Gut. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Da sage ich natürlich nicht nein. Gut, hat sich also doch gelohnt, hierher zu kommen. Also hier rein. Und natürlich. Wo denn auch sonst? Als unterm Weg versteckt. Na, das war zu weit. Perfekt. Zack. 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 Einmal da raus. Schab, schab. Ja gut, hat sich gelohnt. Stein von Barrensia. Wir haben schon 11. Also viele fehlen jetzt echt nicht mehr. Hat mein Trick also doch einigermaßen, beziehungsweise funktioniert mein Trick doch einigermaßen ganz gut. Einfach nur zu sammeln. Einfach nur rumrennen und sammeln. Ich habe mich gerade ganz kurz verjagt. Das ist ja einfach. Gehst hier von Ding zu Ding und sammelst die Dinge ein. Na du, möchtest du mal begegnen mit meinem Schwert machen? Guck mal, so sieht das aus. Hey, Serana, danke, dass du auch wieder da bist. Freut mir. Nee, das ist nicht der Anfang. Diese Göttergeschichte checke ich auch noch nicht so ganz hundertprozentig, aber dann glaube ich, muss ich auch nicht. Alter, wo ist der? Da. Die muss ich gleich aber auch noch nicht so unbedingt ganz kapieren. Also ich persönlich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wen ich anbeten haben möchten sollen, du tun, weil. Keine Ahnung. Okay, das ist Irana. Die sollte ich nicht verkloppen. Gut, das war ja schnell. Ich nehme es mal mit, wir können es ja lesen. Wenn wir es schon haben, dann können wir es verkaufen. Gut, aber wir sind hier wegen der Flöte. Pantheas Flöte. Der beste Bade in ganz Himmelsrand. Werte, okay. Easy. EZ, Alter. Rote Wadone. Achso, okay, ich dachte schon, der hat einen. Ich dachte gerade, der hat einen Skelettfuß gehabt. Ich wollte gerade sagen, wie haben sie das denn mit denen bekommen? Und. Zack. Gut, dann. Frage ich mal weiter in der Akademie, wenn da anscheinend noch recht paar Leute Quests für mich haben. Dann frage ich da gleich mal weiter nach. Die Dämmerquest, Dämmerwacht wird uns ja nicht wegrennen. Da muss ich auf jeden Fall noch hin, weil da brauche ich nämlich den Runenhammer und die Runen und das Runenschild. Aber wenn hier, ich meine, warum denn nicht? Die Badenakademie. Vielleicht kriege ich ja was, wenn alle ihre Instrumente wieder haben. Vielleicht ein Konzert oder sowas, keine Ahnung. Ey du, nicht schlafen legen. Nein. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Krank vor Ungeduld, steh wieder auf. Ich bin Panthea Ateia, die Meistersängerin. Aha. Ich habe eure Flöte gefunden. Das ist sie. Wunderbar. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Komm. Leider habe ich kein Geld. Geil. Aber ich kann euch ein paar Kniffe zeigen, die ich gelernt habe, als ich für die Zauberer von Winterfeste spielte. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Badin von ganz Himmelsrand kennt. Alter, halt einen Rand oder ich schneide dir den Kopf ab. Aber das gefällt mir, das ist gut. So levelt man nämlich auch. Gut. Viarmo. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Okay. Inge Sechsfinger. Nun seht euch nur an.
Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Ich habe Finns Laute gefunden. Was? Wirklich? Oh, ihr guten Götter. Hä? Tatsächlich. Ich kann euch nicht annähernd bezahlen, was diese Laute wert ist. Ich hab die doch Aber schon ich kann abgegeben? Euch einige Tricks zeigen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Okay. Bin froh, dass diese Ablenkung vorbei ist. Okay, gut. Das heißt, man kann die anscheinend mehrere Mal machen. Okay, alles klar. Euch drei hatte ich schon. Dann gehe ich mal kurz hoch. John. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ihr seid scheint stolz darauf zu sein, ein Bard Wieso zu sein. Wieso auch nicht? Zugegeben, wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Mhm. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Alter. Ich glaube, Serana hat Hunger. Hey, nee. Ich bin nur so gut im lauten Spiel. Ich bin nur so gut im Alter, die Fresse. Okay. Aya Aria. Lady Atea sagt, nur ihre eigene Stimme sei besser als meine. Aha. Ildi. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Ataf. Wer jüngst? Willkommen an der Bardenakademie. Sie ist wie ein musikalisches Museum. Das war besser, Ataf. Bitte betonte Ragnar und Rote etwas mehr. Ragnar und Rote. Okay, eine Laute, Trommel, Flöten. Achso, nee, das sind alle. Diesmal versuchen wir es mit Zeitalter der Aggression. Ich werde es der Klasse demonstrieren. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung ist bald schon Vergangenheit. Seht ihr, ihr müsst nur mit Leidenschaft singen. Dann kann aus jedem Lied ein Klassiker werden. Okay. Merke ich mir. Haben wir hier unten noch jemanden, mit dem ich raiden kann? Bent. Ihr seht scheußlich aus. Stellt mich bloß nicht an. Okay. Anscheinend habe ich mir wieder irgendwas eingefangen. Gut. Aber anscheinend scheint es den Anschein zu haben, dass hier keiner mehr was von mir will. Auch in Ordnung. Ich gehe erstmal mir irgendeinen Schrein aufsuchen, meine Krankheiten heilen. Gibt es hier nicht irgendwo diesen Schrein-Dingsbums da? Diese Schreinversammlung? Das war, glaube ich, nicht hier im Blauen Palast. Ich glaube, das war eher weiter drüben. Warum ist ein Heiltrank? Brillingshaus. Gisli. Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Okay. Alle machen das. Eriko. Ja, wir gut, okay. Ja, jetzt kommen wir wieder runter, Mädel. Jalas Haus, okay. Hier glaube ich nicht. Nee, sowieso nicht. Das ist ja eh die Katakomben. Das hier vielleicht? Ich kann es probieren, ich glaube aber nicht. Ich glaube, das Häusli heißt Tempel der Neun oder sowas. Möge Arkay euch mit einem langen Leben, einem stolzen Tod und einem ruhevollen Grab segnen. Mhm. Liegt der Mann, der hingerichtet wurde, hier begraben? Ihr meint Rockvier. Ja. Ich habe am Hauptmann Aldis appelliert. Er hat gestattet, dass Rockvier ein ordentliches Nordbegräbnis erhält. So wie es in Einsamkeit Brauch ist. Möge Arkay euch mit einem langen Leben segnen. Ein vernünftiges Nordbegräbnis in der Stadt, wo die Kaiserlichen richtig hart was zu sagen haben? Muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Ich belasse es einfach mal dabei. Aber danke dir, ich gehe wieder. Ciao. Ja, ne? Das hier wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Vittoria Vicis. Nee.
gucken, was haben wir denn hier? Ah, das könnte hier oben vielleicht gewesen sein. Wo die tolle Hochzeit stattfand. Tempel der Göttlichen, da haben wir es doch. So. Der Segen der 8 Götter sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Erstmal gar nicht, denn ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, und nicht vergessen. Uns durch unsere täglichen Prüfungen führen. Stay fresh.